Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag, 24. September, 9:30 Uhr. Wir blicken wieder auf den FX-Markt und hier könnte der australische Dollar nicht interessanter erscheinen, denn hier gibt es wieder herbe Abschläge und das unterstreicht die übergeordnete Schwäche des Aussies abermals. Also wirklich sehr, sehr schwache Vorstellung. Wir hatten den Aussie auch unlängst schon mal gecovert und da wurde auch hier, wenn wir in den Tagesschart schauen, auf die langfristige Unterstützung 1, jetzt wieder Widerstand um 0,7240 hingewiesen. Da haben wir sie. Schauen wir uns das mal kurz im großen Bild an. Das ist hier dieser Bereich, der kurzfristige hier 0,7240, leitet sich hier aus dem Hochpunkt 0,9 ab und hier aus den jüngsten Tiefs, die wir hier sehen, vom Sommer. Und da gab es eben hier in der Vorwoche einen kleinen Spike in diese Richtung. Und dann haben wir hier noch eine etwas tiefer liegende, auf Wochenbasis ausgeprägtere Unterstützung hier im Bereich, ja, 0,7130 roundabout. Das ist hier dieses Level. Und wir sehen die aktuelle Wochenkerze, die hier wieder deutlich bärisch daherkam, nachdem es hier in den letzten 2 Wochen sozusagen leicht positive Signale am Horizont gab. Zumindest die Chance hier gegebenenfalls einen Rebound einzuleiten. Aber das ist mit der aktuellen heutigen Schwäche insbesondere wieder sicherlich ein Acta zu legen. Und auch hier kann man jetzt kurzfristig einen Abwärtstrend mal einzeichnen im Wochenchart. Und das sieht hier so aus, als wären neue Tiefs kaum vermeidbar. Das übergeordnete Bild brauchen wir gar nicht groß spekulieren. Sie sehen das hier, größere Top-Bildung hier im Jahr 2011 bis 2013 und die Marke von 1,10 hier nur mal kurz angeteasert. Und das soll es dann auch schon gewesen sein. Jetzt, wie gesagt, die Australdollar hier an struktureller Schwäche, auch natürlich aufgrund des Rohstoffpreisverfalls, die Abhängigkeit von China, da, wie gesagt, die Ängste in Sachen Wirtschaftswachstumsrückgang etc. Das ist natürlich alles das, was dem Aussie hier schwer, schwer belastet. Und das dürfte auch noch anhalten. Das heißt, er ist noch nicht fertig auf der Südseite. Und mit Betrachtung des Charts, gerade wenn wir jetzt hier schon wieder die jüngsten Unterstützung gerissen haben. Ich meine, klar, dieses Level ist ja sehr, sehr deutlich knapp über 1 oder über 0,60. Vorgeschaltet hier nochmal rund 0,63 kann man auf Wochenbasis lokalisieren. Aber das, meine lieben Zuschauer, sind hier tatsächlich die Ziele, die hier aufgrund der weiter anhaltenden Schwäche in Anführungszeichen kaum vermeidbar scheinen. Also die Schwäche des Aussies scheint sich hier weiter fortsetzen zu wollen. Hier im Tagesschart sehr interessant zu sehen, dass wir einen kleinen Abwärtstrendkanal hatten. Hier schon mal die Anmaßung, die Mutmaßung, wenn es über 0,7240 rausgeht, dass hier Chancen auf der Oberseite wären. Korrektive hat sich hier erledigt, gerade mit der heutigen Schwäche hier sehr, sehr signifikant. Sicher, es gab jetzt hier Erholungstendenzen. Jetzt müssen wir mal umschalten hier in den Tagesschart. Das ist die Woche, jetzt sind wir im Tagesschart. So, es gab hier Erholungstendenzen, eben auch hier mit den Ausbruchsambitionen sozusagen. Aber hier seit Wochenbeginn tropft der Preis wieder buchstäblich nach unten. Und der Ausbruch, der sich hier in der Vorwoche andeutete, der hat sich jetzt hier erledigt. Und Sie sehen auch hier sehr schön dieses Widerstandslevel, das, was wir gerade auf dem großen Chartbild hier auf der großen Wochenbasis gesehen haben, lässt sich jetzt hier noch genauer identifizieren auf Tagesbasis. Die jüngsten Tiefs hier von Ende Juli, August und jetzt sind wir hier nochmal im September hochgelaufen. Zwei Shooting Stars, insbesondere hier die Kerze vom 18.09. Sehr schöner Shooting Star am Widerstandsbereich und ja, die Folge dessen hier weitere Verluste. Und jetzt sieht es eben so aus, als würden wir hier das letzte Verlaufstief ansteuern vom 4. September. Das lag hier bei 0,6903. Da haben wir auch die Marke von 0,70 natürlich wieder klar unterschritten. Und jetzt hier nächstes Ziellevel ableitbar im Bereich 0,6780 roundabout. Auch hier wieder mal der Scroll nach draußen. Lässt sich hier vorgeschaltet praktisch eine leichte Unterstützung finden, aber die liegt so weit schon zurück. Da muss man hier wirklich schon scrollen und suchen. Letztlich de facto, der Markt ist hier weiter bärisch und das sieht nicht gut aus. Insbesondere bei dem neuen Tief dürfte der Markt weiter abtropfen und wie gesagt in Richtung 0,60 scheint ein weiterer mittelfristiger Preisverfall ja wohl kaum zu vermeiden. Also es ist wirklich sehr desaströs beim Aussie und erscheint wie gesagt auf der Südseite definitiv noch nicht fertig. Schauen wir kurz auf die Saisonalität. Die wirkt ein Stück weit bullischer, könnte man jetzt natürlich sagen, hey, sieht doch alles nicht so schlimm aus. Kurzfristig weiter fallende Tendenzen bis zum Anfang in den Oktober hinein, dann
deutet sich hier ein Rebound nach oben an. Das wissen Sie auch, die Saisonalität der Aktienindizes nimmt ja zu dieser Zeit erheblich zu. Muss nochmal reloaden. Und das führt natürlich dazu, dass hier auch insbesondere der Euro, das britische Pfund oder eben auch der Australdollar gegenüber dem US-Dollar hier eine bullische Phase erfahren könnten. Das wird mal interessant sein zu beobachten, ob es A, bei den Indizes im Oktober wirklich zu einer Bodenbildung kommt, zu einer nachhaltigen, und B, ob dann hier die Währungsmärkte gegenüber dem US-Dollar dann hier aufdrehen können, die diversen Währungen. Und das bleibt mal abzuwarten. Wie gesagt, saisonal kurzfristig weitere Schwäche, deswegen deutet sich hier in jedem Falle weiterer Rücklauf an. Der Australdollar selbst hier nah, just mit neuem Tagestief, da gehen wir jetzt mal auf den Stundenchart. Auch hier mit der weiteren Tendenz, wir haben 61 Pips bislang zurückgelegt. Im Schnitt haben wir hier rund 90 Pips zu erwarten, 80, 90 Pips. Das heißt, hier kann noch ein bisschen was kommen, gute 30, 40 Pips nach unten haben wir auf jeden Fall noch. Spricht also dafür, dass wir hier das Support Level 2 vom Pivot Point abgeleitet treffen könnten. Und hier dann auch interessanterweise, wenn wir uns rausscrollen, der Support hier vom September, von Anfang September, hier auf jeden Fall ein erstrebenswertes kurzfristiges Korrekturziel für den Preis im Sinne einer weiteren Schwäche. Was wir auch noch schön sehen könnten, wir holen uns jetzt hier nochmal die Vortagesmarker rein. Und da haben wir hier im Prinzip bei einem möglichen Rücklauf, der nie auszuschließen ist, dann zum Beispiel hier Chancen im Bereich knapp unter 0,70 nochmal ein Short Investment zu wagen. Für den Fall, dass der Aussie hier nochmal auftreten wollte, dann kann man hier tatsächlich versuchen, hier nochmal reinzukommen auf Stundenbasis oder auf kleineren Timeframes. Grundsätzlich sieht das mal nicht so schlecht aus. Ich meine, wir sind jetzt klar im geraden Fall nach unten. Der Markt kann auch direkt weiter abtropfen bis 0,6930. Falls es aber nicht tut und hier vorher nochmal ein Stück weit nach oben läuft, dann hätte man hier korrektiv eine sehr, sehr schöne Chance, sozusagen in den Markt reinzugehen, um dann einer weiteren Schwäche zu partizipieren, die sich dann natürlich auch durchaus noch viel, viel weiter fortsetzen kann. Leicht positiv wäre es, wenn wir hier über das Hoch der Asia-Session 0,7023 anziehen. Erst dann hätten wir auch hier 0,7026 den Pivot Point. Erst dann, wenn wir da drüber gehen, würden sich die Signale leicht aufheilen. Aber das ist, wie gesagt, fast nicht zu erwarten für heute. Ansonsten die Wochentagsstärke spricht für den schwächsten Tag der Handelswoche. Das sieht gut aus heute. Es dürfte sich hier also praktisch eine Bestätigung ergeben, die hier die Schwäche vom Donnerstag unterstreicht. Sie sehen es hier mit nur 38% positiver Schlusspreise. Der Donnerstag deutlich abgeschlagen. Ganz klarer Short-Tag für den Aussie. Und insofern, die Bären haben hier das Zepter in der Hand. In dem Zusammenhang wünsche ich Ihnen jetzt nochmal einen schönen Handelstag, einen erfolgreichen. Wenn Sie mögen, hören wir uns später beim JFD Live Trading TV zum DAX wieder oder natürlich morgen zum nächsten Devisenradar. Bis dahin, beste Grüße und tschüss, Ihr Christian Kämmerer.